Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen bei der Mod Story. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der liebe Basti aka Stefan ist natürlich auch wieder mit dabei. Moin. Servus. Und ihr wisst ja, wir stellen euch nicht so alltägliche Mods vor, wichtige Mods, eigene Mods von Sebi Modding natürlich und die ihr auch exklusiv manche nur bei uns bekommt. Ja, und Stefan, schönes Ding. Ja. Aber du, ich muss mal schnell wieder ein bisschen grubbern. Folgendes, du hast ja heute Nachmittag eine Hühner bekommen. Ja, genau. Der Landhalle hat mir angerufen, der hat ein Futter irgendwie zu mir herstellen müssen, weil es ein Bahn nicht ganz gut ging. Oh, okay. Ja. Was heißt das jetzt? Dass ich den jetzt schnell vom Händler wegfahren muss. Alles klar, also du kommst nochmal rübergefahren sozusagen. Ja, ich komme dann gleich zum Hühnerstall hin. Ja, alles klar. Du kannst mich ja kurz nochmal irgendwie anfonen, anrufen, antipsen, dass ich Bescheid will, weil ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt, ne? Alles klar. Bis gleich. Jo, ciao. So, schön. Muss ich sagen, sehr schönes Auto. Aber, meine Lieben, das sieht man natürlich auch, wo ein bisschen das Geld steckt, ne? Also da, das Ding möchte ich gar nicht wissen, was das, wenn du das komplett konfigurierst. Was das Ding kostet. Aber wirklich ein schönes Auto, muss man echt sagen. Fetzt. So, okay, dann fahren wir mal hier hoch zu. Damit wir wenigstens hier mal ein bisschen zur Potte kommen. Aber da kommt ja jetzt gleich nochmal rüber gefahren. Mit. Was hat er gesagt? Mit irgendeinem Futter-LKW oder was? Wollen wir gleich nochmal gucken, was er da meint. Bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. So, okay. Ah, hier hüben. Wir sind eigentlich schon ganz schön weit mit dem Krubbern. Ich muss mal den Stefan fragen, ob der einen größeren Krubber hat. Das ist hier furchtbar eigentlich mit dem kleinen Ding. Schauen wir mal. Vielleicht hat er da irgendwas im Angebot. Muss ich ihn vielleicht nächste Woche oder so mal fragen. Mal sehen. Oder ich frage ihn nachher mal und er kann irgendwas beschaffen. So wird es vielleicht. Das wird vielleicht das Sinnvollste. So. Dann schauen wir mal, wann er mich anruft. Na, wenn man davon spricht. Jo, Tom hier. Servus, da steht man. Grüße. Ich wäre auf dem Hof. Ich fahre noch schnell die Bahn zu Ende und komme gleich rübergerannt. Ich kann dich aber gleich mal noch was fragen. Sag mal, hast du irgendwas Cooles an Grubber? Ein bisschen was Größeres? Ein bisschen, ja. Weißt du deine PS-Zahl ungefähr auswendig? Ich jetzt nicht gleich sofort, kann ich dir aber dann nachher sagen. Nämlich, kann ich dir dann gleich sagen. Vielleicht ein Lampkin, wenn die PS-Zahl passt? Müssen wir vielleicht mal gucken, ja. Vielleicht hast du ja irgendwas Schönes, Cooles. So. Pass auf, ich komm mal schnell rüber. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo du bist. Hey. Hast Kopfschmerzen gehabt? Du bist direkt auf dem Hof, ne? Ja. So. Ach, hier, ich sehe dich schon. Naja, alles gut. So, ich leg mal auf. Jo! Ja. Oh, okay. Die LKW vom Landhandel. Werbeaufkleber haben sie drauf fahren lassen. Aha. Haben sie neue gemacht oder was ist ja. das? Ja, die haben sie neu aufkleben lassen. Okay. Erlengrad. Arbeiten also die mit Erlengrad zusammen oder was? Ja, die haben geschaut, wo sie das meiste Geld für Werbung herkriegen, dann haben sie das genommen. Achso. Naja, ist ja auch nicht weit weg, also ist ja gleich hier. Ja. Okay, und das haben die jetzt neu oder was im Sortiment? Ja. Ah, okay. Hast du das auch im Katalog? Ja, ich muss es ja im Katalog haben. Mhm. Folgendes, wir schauen uns jetzt erstmal den MAN-TGX 26640 Silo an. Mhm. Gut, wenn du soweit bist, kann ich loslegen. Bin ich. Bin schon dabei. Gut, bei der Motorausführung haben wir einmal 500 PS und 640 PS. Ah, nur die zwei, Ja.
Dann ja, die altbekannten Reifenhersteller. Da haben wir Ja. jetzt Continental und Lizard. Da kann man auch zwischen zwei verschiedenen Versionen wählen. Da ist entscheidend die Tiefe von der Felge. Ah, okay, alles klar. Und die Breite vom Reifen dann auch noch. Ja. Rundumleuchte kann man ja keine Halogen oder LED auswählen. Ja. Zusatzbeleuchtung kann man auswählen. Die ist hinten am einmal hinten am Führerhaus dran, am Seitenschutz und vorne dran. Ach hier, Ja, Lampenbügel kann man auswählen. Entweder montiert mit LED oder mechanisch. Okay. Dann kann man das Logo vom MAN beleuchten in Blau, Grün, Rot, Weiß und Rosa. Oder auch Krass. einfach Standard. Okay, krass. Dann können wir hinten links noch ein Staufach montieren. Und rechts. Und eine Bullbar kann man montieren mit Licht oder ohne Licht. Oh, krass. Und einen zweiten Tank kann man schauen. Lampenbügel, Zusatztank. Okay, wo ist denn der dann? Der ist dann direkt neben dem Haupttank. Der ist auf der rechten Seite. Oder? Von hinten gesehen. Ah, hier. Ja, alles gut. Okay. So, dann bei der Hauptfarbe kann man einmal die Kabinenfarbe auswählen. Bei Farbe Lampenbügel, da wählt man, wie es schon sagt, die Bullbar oder den Lampenbügel aus. Ja. Bei Farbe Silo kann man das Silo einfärben. Schwarz ist bei dem Logo bisher schlecht. Ja, glaube ich. Das ist natürlich wirklich ein bisschen Rotz. Motorhaube kann man auswählen, dann sind die Designelemente vorne in der Farbe. Ja. Und wie gewohnt Felgenfarbe. Genau, Kennzeichen hat er im Endeffekt auch. Ja, 500 PS hat Ihr er, wisst ja, Automatikganggetriebe und 25 Kubik Faste. genau, ihr wisst ja im Endeffekt, warum ich das hier so kunterbunt mache, einfach, dass man sieht, welche Teile dort ne, bunt gemacht werden können oder eben gemalert werden können, lackiert werden können. Genau, Gut, dann. in der Grundpreis 280.000 und je nachdem, was er halt ranbaut, 36.000 habe ich jetzt verballert nochmal extra. Genau, Ja, 46 PS, dann passt. schauen wir nochmal in die Übersicht bloß. Wir haben jetzt wo Anhänger zur Auswahl. Wir schauen uns dann den MT3 an. Aber zum MT2 kann ich bloß kurz was sagen. Hat einen Grundpreis von 43.500, hat die gleichen Konfigurationen wie das MT3 und hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Litern, also 20 Kubik. Ja. Dann gehen wir mal auf das MT3 Silo. Da haben wir jetzt auch wieder haben wir jetzt die Reifenhersteller Continental, Nokian, Trelleborg und das war's dann auch Genau. schon. Dann unter Hauptfarbe können wir die Silofarbe auswählen. Und Ey, unter. geh mal ganz kurz. Weißt du, was auch geil aussieht? Geh mal auf mattes John Deere Gelb. Das ist von oben die 1, 2, 3, vierte Reihe und von vorne 1, 2, 3, 4, 5, Hab's. fünfte Farbe. Das sieht geil aus irgendwie. Ja. Hä? Die hat was. Ich glaube, ich schlage es demnächst noch mit einem neuen Mod vor. Warum? Was denn da? Farbauswahl. Nee, nee, nee. Diesen hier. Ja, aber den muss ich erst umbauen. Nämlich mir gefällt das Dreiachsige. Jetzt ganz ehrlich gesagt, mir gefällt das Dreiachs, den Drei, mir gefällt es nicht, einen Dreiachsanhänger mit einer Dreiachszugmaschine zu ziehen. Ja. Nach meiner Meinung macht man das nicht. Rein schon Okay. wegen der Gesamtlänge. Okay. Ja, dann wie gewohnt die Felgenfarbe kann man auswählen. Und natürlich Kennzeichen kann man hinschrauben. Der hat auch ein Fassungsvermögen von 20 Kubik. Ja. Und ja, fast ziemlich viel.
wie zum Beispiel Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sorghumhirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Mais, Saatgut, Mischation, Häckselgut und so weiter. Genau. Na, ihr seht es ja im Endeffekt hier unten selber. So, jetzt gehen wir nochmal raus und gucken uns das Ding nochmal von außen an. Texturen sehen alle ziemlich gut aus. Lock ist fehlerfrei auf alle Fälle, habt ihr gerade gesehen. Crossplay-fähig oder nicht? Ja, der Mod ist Crossplay-fähig. Also Crossplay-fähig, meine Lieben. Wie gesagt, fehlerfrei. Und da Crossplay-fähig ist natürlich aus dem Mod-Hub, wir können auch hier mal einsteigen. Ne? Sieht alles ziemlich sauber, ziemlich schön und sehr gut aus. Wir haben ein bisschen Dekoration sogar hier drin. Ja, also wunderschönes Geschoss, sehr, sehr schöner Mod. Natürlich auch hier die Beleuchtung, ne? Hat was, fetzt natürlich, sieht gut aus. Ja, gibt es noch irgendwas dazu zu erzählen? Ja. Eigentlich nicht groß, ne? Deswegen würde ich sagen, meine Lieben, ladet euch den Mod wieder von der Originalseite runter. Link ist in der Videobeschreibung unten drin. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, nämlich zum nächsten Mod. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Raussuchen und vielen Dank fürs Angucken. Lasst ein Däumchen da. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao. Ciao.